Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel VfL Bochum 1848 gegen den Hamburger SV. Endstand vor 26.600 Zuschauern hier im Vonovia-Ruhr-Stadion 0:0. Das Stadion war damit ausverkauft. Ich begrüße die hier anwesenden Medienvertreter ebenso herzlich wie unsere Fans und Gäste in den angeschlossenen Bereichen der Stadtwerke Bochum Lounge, dem VIP-Treff Nordtribüne, dem Fantreff 1848 und heute exklusiv für dieses Spiel der Aral Payback Lounge. Ein besonderer Gruß geht an die Gäste aus der Hansestadt. Deren Cheftrainer Hannes Wolf sitzt hier ebenso neben mir wie unser Coach Robin Dutt. Wie immer gebührt den Gästen das erste Wort. Herr Wolf, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, guten Tag zusammen. Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel ist in Bochum. Auch wenn Bochum natürlich einige Ausfälle zu beklagen hat, haben sie immer noch eine Mannschaft, die sehr viel Erfahrung hat. Einfach auch gute Jungs da drin. Wir wussten, dass vor ausverkauften Haus Bochum uns fordern wird. Wir haben dann im Spiel auf dem Weg nach vorne ein paar zu viele Fehler gemacht, um mehr Chancen zu entwickeln. Vor allem auch in der ersten Halbzeit haben zwei gute Situationen, aber haben natürlich auch relativ oft den Ball verloren. Es war dann ein offenes Spiel mit ein paar Chancen auf beiden Seiten. Wir hätten sehr gerne gewonnen, aber wir nehmen den Punkt und dann spielen wir in drei Tagen schon wieder. Und ab jetzt konzentrieren wir uns auf den nächsten Schritt, auf das nächste Spiel. Wir nehmen den Punkt mit. Hätten gerne einen Tick besser gespielt und auch gewonnen, aber wenn wir einen Tick schlechter gespielt haben, hätten wir hier verloren, weil es einfach auch schwer ist. Und weiter geht's. Dankeschön. Besten Dank. Robin, dein Kommentar zum Spiel bitte. Ja, ich habe meiner Mannschaft schon angemerkt, dass sie ab der ersten Minute im Spiel war. Ich denke schon, dass wir sie soweit schon auch nochmal gekitzelt haben, dass bei allem personellen Ausfall, wo man halt dann die ganze Woche drüber spricht, der fällt aus, dass man sich dann nicht irgendwie so als Depp vorkommt und als B-Truppe vorkommt. Dazu waren zu gute Spieler drin, wie es Hannes schon gesagt hat, auch wenn natürlich Debütant drin war, Sagi das erste Mal wieder gespielt hat. Und deswegen fand ich, sind wir da schon gut ins Spiel gekommen, haben sehr gute Pressing-Aktionen gehabt, sehr viel Ballbesitz gehabt und haben aber dann in einer richtig guten Phase, finde ich, die beste Chance des Spiels fast für einen Hamburg zugelassen. Und da muss man sich wirklich bei Manu bedanken, das war ein außerordentlicher Reflex, dass uns da im Spiel hält. Ja, insgesamt fand ich sehr intensiv das Spiel, sehr intensive Zweikämpfe. Wir mussten immer aufpassen, dass die Schnelligkeit Jatta und Naray, dass da nichts passiert, aber ich finde, Celozzi hat es rechts gut gemacht. Unser Debütant Stelios, ein, zwei Mal war er am Anfang noch im Timing noch einen Schritt zu spät, aber ja, der Junge hat Biss, der hat Mentalität, der hat sich da reingehauen und es hat schon Freude gemacht. Zum Schluss so ein bisschen Krampf gespürt, darf man aber auch mal als 17-Jähriger. Und insgesamt war es, glaube ich, ein wichtiges Zeichen, vor allem für die Spieler, die heute dann als Mannschaft aufgetreten sind, dass sie es können, dass sie eine Energieleistung abrufen können und trotzdem Fußball spielen können. Von daher ist der Punkt das eine, aber das andere ist, ich habe, glaube ich, viele Leute mit dem Lächeln jetzt gesehen nach dem Schlusspfiff und das muss das Ziel sein, den Leuten ein Lächeln zu schicken, indem sie einfach ein gutes Spiel von uns sehen. Danke. HSV natürlich alles Gute im Pokal und auf dem Weg in die erste Bundesliga. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen an einen oder beide Trainer haben, kurzes Handzeichen, Mikro wird gereicht, die erste Hand fliegt, dementsprechend das Mikrofon auch. Christian Hoch von Funke Medien fängt an. Herr Dutt, zwei Szenen gab es, 63. Minute und 90. Minute, die zumindest strittig waren. Wie haben Sie die Situation mit Hinterseher und dem Handspiel gesehen, dann kurz vor Schluss? Ja, aus meiner Sicht kann man mehr als diskutieren. Also ich finde, bei Lukas habe ich von meiner Position einen Kontakt gesehen. Finde ich, kann man Elfmeter geben. Bei der Handsituation ist es halt, wie es zurzeit ist im Fußball. Kommt darauf an, welcher Schiedsrichter gerade vorbeikommt. Bis in Bielefeld der Ball fällt auf die Hand, ohne dass was dazu kannst, gibt es Elfmeter. Wenn er hier am angewinkelten Ellenbogen landet, entscheidet halt der Schiedsrichter kein Elfmeter. Und wahrscheinlich haben beide recht. Und wir müssen halt immer hoffen. Aber ab nächstes Jahr kommt ja der Videobeweis. Der wird nicht alles lösen, finde ich. Aber vielleicht wenigstens die Situation. Joachim Droll von der Bild. Herr Lutz, Sie haben ihn schon angesprochen, den Debütanten. Was gab denn letztlich den Ausschlag dafür, das Abitur von Moritz Römming, oder waren es Trainingsleistungen, die den Ausschlag gegeben haben?
Nein, Moritz und Stelios sind ja eigentlich im gleichen Jahrgang, beide noch erste Jahrgang U19 und beide trainieren schon lange bei uns mit, beide waren im Trainingslager dabei. Der Moritz hat sicherlich ist im Offensivbereich einen Schritt weiter, der Stelios ist einen Schritt weiter, was die Defensive betrifft. Und so schaust du dir das an und wir haben heute gegen HSV gespielt. Wir haben gegen HSV gespielt, der am Flügel sehr stark besetzt ist und dann haben wir uns eben für in dem Fall denjenigen entschieden, der in der Defensive schon einen Schritt weiter ist. Weitere Fragen. Babak Milani von der Bild. Herr Wolf, wie sehr tröstet Sie das vielleicht ein wenig, dass Union verloren hat und Sie durch den Punkt jetzt 4 Punkte Abstand haben auf den dritten Relegationsplatz? Ja, ist natürlich erstmal gut, wenn du es in deiner Hand hast. Trotzdem sind wir natürlich in das Spiel gegangen und haben uns, ich habe danach im Spiel mal gefragt, wie haben die gespielt? Also im Spiel wusste ich nichts und natürlich willst du unbedingt gewinnen. Aber es ist einfach, wenn man die Liga betrachtet, für alle Mannschaften schwer. Und das haben wir nicht exklusiv, dass es Tage gibt und Phasen gibt, wo uns die Dinge schwerfallen, sondern es geht allen so. Und das hat dann heute Union gegen Paderborn erlebt. Paderborn hat natürlich auch eine ganz gute Truppe, spielt eine gute Saison. Und das Spiel werden wir uns ja in der Vorbereitung auf Dienstag nochmal anschauen. Babak Milani macht weiter. Ja. Was hat Sie bewogen, Mats Köhler dann doch nochmal als dritten Einwechselspieler ins Spiel zu bringen? Ja, Mats hat in den jüngsten Eindrücken bei der U21 bei uns gut gespielt. Hat dann, wenn wir zusammen trainiert haben, gut trainiert, hat dann bei der U20-Nationalmannschaft gut gespielt und war vom Spielertyp auch genau der Spieler, den wir jetzt nochmal bringen wollten. Hatten ja Berghain eine Phase links und wollten dann nochmal einen Flügelspieler da reinstellen, Berghain dadurch nochmal in den Berghain nochmal in den Halbraum holen. Und das liegt an seinen jüngeren Leistungen und deswegen haben wir ihn gebracht. Gut. Mit Mentalität, Power, so ist nochmal belebt. Weitere Fragen Ihrerseits? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann bedanke ich mich fürs Erscheinen, wünsche noch einen schönen restsonnigen Samstag. Morgen gibt es wieder Regen und wir sehen uns hier am 14. April wieder, wenn die Spielvereinigung Greuther Fürth zu Gast ist.